Ja, liebe Fußballfreunde, es ist eine Sache noch reingekommen, wo ich gar nicht mit gerechnet habe. Und zwar sehen wir hier in Abu Dhabi Stadion findet hier die Club-Weltmeisterschaft statt. Und das ist ein Titel, den weiß ich gar nicht, ob wir ihn schon haben. Beim anstehenden Spiel gegen Club Lyon ist aufgrund der Platzverhältnisse mit besonders anstrengendem Match zu rechnen. Also deswegen sollten Spieler eingesetzt werden, die halt sehr fit sind und diesen widrigen Witterungsbedingungen standhalten. Ja, ich hatte mich eigentlich schon auf ein anderes Spiel fokussiert, nämlich aufs DFB-Pokalspiel, aber jetzt kommt das halt dazwischen und ja, da müssen wir mal schauen. So, Brinkis geht wieder ins Tor. Der hat mich einfach im Training überzeugt. Laudimus geht erstmal wieder auf die Bank. Hat ein gutes Comeback gefeiert, wie ich finde, aber ich bin auch der Meinung, wir müssen Brinkis erstmal dafür danken, dass er uns so super geholfen hat in der Phase, wo es ein bisschen schwieriger war, ne? Und aus dem Grunde kommt er jetzt wieder, weil er hier eine 14 hat, einfach wieder ins Team rein. Ansonsten Poyampolo mit ansteigender Form. Bielet Baski mit einer ausgezeichneten Form. Das ist schon fast gar nicht zu toppen. Donis Avdija hat wahrscheinlich selber damit nicht gerechnet. Und es gibt auch in der zweiten Mannschaft so langsam Leute, die hier nachrücken. Das muss man auch mal an der Stelle sagen. Und zwar ist das hier der gute Remo, der zuletzt aber einmal 4 Tore geschossen hat. Bram Vermeulen. Also die sind alle im Kommen, ne? Das muss man an der Stelle einfach sagen. Und ich bin sehr gespannt, wie die anderen Talente. Wir haben hier zum Beispiel Heinicke, der hat jetzt zuletzt auch ein sehr gutes Spiel gemacht in der Reserve. Und sie stehen ja auch recht gut. Sind jetzt hier schon auf Rang 7. Und wir müssen jetzt erstmal hier FIFA Club-Weltmeisterschaft. Das ist also dann das Finale. Und ich muss echt mal gucken, ob wir das... Nee, das können wir noch gar nicht erzielt haben bisher. Die Titel sind DFL Supercup. Jetzt will ich noch mal gucken hier bei Verein unter Erfolge, was wir da alles haben. Also wir haben die Meisterschaft 2022. Die haben wir erzielt. Dann haben wir den DFB-Pokal, haben wir 2019 erzielt hier mit Hansa unter meiner Regie. Dann haben wir noch den Liga-Pokal, den haben wir jetzt noch nicht. Continental haben wir natürlich die Champions League gewonnen, richtig. Und den DFL Supercup 2018, 2019 und 2022. Aber die Club-Weltmeisterschaft haben wir noch nicht. Ruhmeshalle können wir nochmal kurz reingucken. Da sind nochmal so ein paar Protagonisten. Ja, hier zum Beispiel, das müsste Jennecke sein, genau. Dann haben wir hier Marc Reimann. Hier haben wir noch Sebastian Pelzer. Knipping weiß ich noch, den habt ihr mir damals hier zum Verein geholt. Na, natürlich unser guter Marc Reimann mit seiner Superquote hier. Er hat jetzt insgesamt 281 Spiele, 177 Tore, 4 Jahre im Verein und hat praktisch in diesen 4 Jahren einfach immer Top-Leistungen gebracht. Ne? Ist auch interessant zu sehen, dass er noch gar nicht so lange bei uns ist. Ich dachte, der wäre länger bei uns. 2018 gestartet, tatsächlich. Na, da haben wir natürlich hier Donis Avdija. Und hier ist jetzt Urgestein, 11 Jahre im Verein. Er war 6 Jahre hier, er 7. Aber der am längsten hier war, ist tatsächlich, oder Jennecke könnte ihm dann noch. Jennecke war 15 Jahre. 305 Spiele, insgesamt 425. Ja gut. Gut, jetzt gucken wir uns mal die Geschichte an hier. Der Gegner. Mannschaft, die ich jetzt gar nicht kenne, ehrlich gesagt.
Müssen wir mal gucken. Ja, da sehen wir schon viele Spieler, die wir wahrscheinlich gar nicht auf dem Plan haben. Im Tor Gonzalo Farias ist mexikanischer Nationalspieler. Dann haben wir Jorge Baquero, 27 Jahre, auch Mexikaner. Also spielen wir gegen eine mexikanische Mannschaft, das sehe ich jetzt auch gerade. Alberto im Team, Nationalspieler. Hiram Mir, auch mexikanischer Nationalspieler. Alain Vaquerípuru, auch Nationalspieler, aber hier von ist das Australien. Dann haben wir Carlos Peña, auch mexikanischer Nationalspieler. Jiménez, Aldo Rocha, Hernán Bobano und Marcos, auch mexikanischer Nationalspieler. Matías Bijama. Und das war's. Also, da werde ich jetzt natürlich unserer Mannschaft, es ist ein Finale, alles raushauen, was es gibt. Ja, von der Mannschaft her müssten wir das packen. Wir müssten das packen. Ich hoffe, dass Poyampolo hier wieder fit wird. Und dann würde ich sagen, lasst uns reingehen ins Spiel. Ich freue mich drauf, Clubweltmeisterschaft, aber wir sehen, das ist mit Hin- und Rückspiel. Und dann würde ich sagen, ja, geh mal rein, ne? Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen hier zur Club-Fußball-Weltmeisterschaft. Es ist allerdings erst das Halbfinale gegen eine mexikanische Mannschaft, die ich überhaupt nicht einschätzen kann. Wir spielen zuerst zu Hause. Club León ist der Gegner aus Mexiko. Für jetzt auch für meine Spieler nicht ganz einfach, noch so eine zusätzliche Belastung zu haben hier. Aber da müssen wir jetzt durch. Viele mexikanische Nationalspieler drin im Team. Es gab einige, die sind mir schon mal bekannt. Aber genaueres kann ich über die Spieler noch nicht sagen. Und da ist Brinkis. Aufmerksam wie immer. War sehr froh, dass ich ihn wieder von Anfang an noch aufgestellt, weil er hatte jetzt Angst, dass ich ihn, Lachodimos, jetzt einfach wieder vor die Nase stelle. Und ich habe zu ihm gesagt, nein. Lachodimos brauchte Spielpraxis. Oh, das war eine gute Chance. Lachodimos brauchte Spielpraxis, das ist ganz klar. Aber bei mir zählt ja das Leistungsprinzip. Und da ist er zwar von der Stärke her noch nicht so weit wie Lachodimos, der hat eine 80 und Brinkis hat eine 70. Aber 14 als Form habe ich hier als Maßstab genommen. Lachodimos hat eine 12, ist aufsteigend, aber immerhin ist Brinkis noch besser. So, jetzt hier ein schöner Pass in die Spitze auf Poyampolo und der nutzt ja eigentlich solche Sachen. Hat dann aber einen schlampigen Pass in die Mitte gespielt auf Pierre Lepaski. Der, und das ist so ein bisschen die Überraschung, sich hier ins Team so reingespielt hat, dass er im Moment Aftejai verdrängt hat. Und wir haben für Aftejai viel Geld ausgegeben. Das ist schon bemerkenswert, wie sowas manchmal im Fußball läuft, ne? Kann Markus dazwischen gehen. Schön gemacht hier von Poyampolo auf Weihrauch. Der müsste jetzt links rausspielen eigentlich. Macht er nicht.
Poyampalo. Wird gefoult und das ist natürlich eine schöne Entfernung hier für Ronny Marcos. Bin gespannt, was er da macht. Direkt auf die lange Eck zielt, das macht er und tolle Parade hier und das gibt Eckball. Ja, Schmitzkatz. Pele Barski wird hier am Passspiel gehindert und sofort die Mexikaner im Umschaltspiel. Müssen aber erstmal wieder hier den Ball zurückspielen. Weil von meiner Mannschaft hier der Raum klug zugestellt wurde. Seitz, der jetzt auf der rechten Seite Stammspieler ist. Und da ist Patrick Weihrauch. Patrick, genannt die Klapperschlange. Und das war knapp. Dass er das natürlich besser kann, wissen wir alle. Das muss ich euch nicht erzählen. Ja, interessant war, dass er erst seit 4 Jahren bei uns ist. Und ist seit der Zeit ist er eigentlich Weltklasse. Aber er ist dann nicht 4 Jahre Weltklasse. Meines Erachtens nach dann 3 Jahre. 2-mal Torschützenkönig gewesen. Und praktisch jetzt im 5. Jahr, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Aber hat eine Grottensaison, die er spielt, ne? Aber die Saison ist ja noch lang und das ist gleichzeitig auch meine Abschiedstour, denn ich werde ja im nächsten Sommer beim BVB die Verantwortung übernehmen und ich habe jetzt heute 3 Kommentare in meinem Kanal gelesen und eigentlich seid ihr alle pro BVB, ihr versteht das, ihr sagt selber, es muss mal ein anderer Wind mir um die Nase wehen. Schön, dass ihr das auch so seht. Ist ja auch für euch Abonnenten auch immer, denke ich mir, mit eine neue Herausforderung. Und beim BVB gibt es viel zu tun. Der gute Stefan Schmidt hat wohl gesagt, Champions League war das Saisonziel für den BVB. Das ist auch berechtigterweise so am Anfang der Saison so ausgelobt worden. Aber ihr habt es ja mitgekriegt, ist ganz so reibungslos ist es bisher nicht in Dortmund verlaufen. Deswegen habe ich auch das Vertragsangebot bekommen, weil der BVB in einer tieferen Krise steckte. Im Moment sieht das schon wieder etwas besser aus. Kann auch sein, dass die Verpflichtung, die Unterschrift von meiner Seite bei einigen Spielern jetzt da, oh, schöne Chance von Patrick Weihrauch, da so ein bisschen Euphorie ausgelöst hat, dass sie sich schon freuen, dass da nächstes Jahr ein neuer Trainer kommt. Und mir kommt ja ein Meistertrainer. Also ich habe ja die Meisterschaft hier nach Rostock holen dürfen und holen können. Was auch nicht so leicht war. Man sieht jetzt, so einen Erfolg zu bestätigen ist sehr schwer, zumal jetzt Leverkusen diese Saison sehr, sehr stark ist. Aber jetzt sind wir bei der Clubweltmeisterschaft beim Halbfinale und wir sehen, die Mexikaner stehen da hinten eigentlich relativ stabil, haben auch einen guten Torwart. Jetzt nochmal eine Chance vielleicht? Nein. Schöner Absatzkick von Jimenez. Ja, da gibt es Karte gegen Tar, glaube ich. Genau so ist es. Müssen wir uns überlegen, ob wir ihn bis zum Schluss durchspielen lassen. Das ist natürlich immer eine Gefährdung. Gelb-Rot würde die Mannschaft dezimieren und das würde ja für die Mexikaner bedeuten, die hätten gute Chancen, hier ein Tor zu erzielen. Deswegen muss man da aufpassen. Also für uns wäre es wichtig, heute vielleicht das Ding 1:0 zu gewinnen. Das wäre top. Das wäre ein Top-Ergebnis. 2:0 wäre schon eine halbe Miete fürs Rückspiel. Und jetzt Pierre Lepaski. Ein langer Pass auf Poyampalo. Julian Neu, der im letzten Spiel ein sensationelles Tor erzielt hat. Pierre Lepaski auf Weihrauch, der lenkt weiter auf Poyampalo. Nochmal Weihrauch, nochmal Poyampalo, was macht dieser? Zieht ab, aber dadurch, dass der Verteidiger noch mit dem Fuß dran war, ist das für den Torwart kein Problem, den Ball hier zu fangen. Wieder Julian Neu. Und
immer wieder Pierre Lebarski, der die Bälle gut verteilt. Diesmal aber auch mit einem Fehlpass. Oh, jetzt wird's gefährlich. Aber Ronny Marcus ist da. Klärt das souverän. Bender, Lebarski. In die Gasse. Er hat Weihrauch ein bisschen gepennt. Jetzt haben wir Patrick Weihrauch. Was macht er? Spielt lieber nochmal außen auf Julian Neu. Und der wollte eigentlich Weihrauch direkt wieder anspielen, aber Fehlpass. Ein sehr ausgeglichenes Spiel bis jetzt. Und das war Gott sei Dank abseits. Schön gemacht von Weihrauch. Absatzkick auf Pierre Lebarski. Der versucht Jampolo direkt anzuspielen, aber der kann dann nicht gut mitspielen. Das ist Abseits. Ja, wir tun uns schwer gegen diese mexikanische Mannschaft, die das Spiel ganz gut eng hält. Vielleicht der falsche Ausdruck, aber wir haben zwar Raum, aber dann in der Tiefe finden wir einfach keine Anspielstation. Jetzt nochmal Patrick Weihrauch, aber das hatten wir ja schon mal. Wieder so ungefähr 2 Meter am Tor vorbei. Da geht keine echte Gefahr im Moment von aus. Wenn dann mal ein Stürmer die Möglichkeit hat, wie gerade Poyampalo, dann wird er immer noch mal, da ist immer noch mal ein Fuß eines Verteidigers dazwischen und schon ist die Situation wieder bereinigt und die Mexikaner sind ja nun mal am Ball starke Spieler. Die wissen dann schon, was mit dem Ball anzufangen. Halbzeit, ja, das hat mir jetzt erste Halbzeit nicht gut gefallen. Das muss natürlich besser werden in der zweiten Halbzeit. Ja, und dann bringe ich jetzt mal Tunis Aftecay rein. Und Jonathan Tah lasse ich erstmal noch drinnen. Auf geht's, sage ich der Mannschaft. Und da ist Tunis. Pierre Lebarski dann doch nicht so stark, wie es so für mich ausgesehen hat. Mal hoffen, dass er jetzt das Spiel an sich reißt. Und da ist er. Schön freigespielt von Patrick Weihrauch. Bender war da frei vom Tor aufgetaucht, aber kann leider den Ball nicht versenken. Aber das war schon mal eine etwas bessere Situation oder Aktion. Und die. Ja. Und das ist das 1:0 für Mexiko. Oder für die mexikanische Mannschaft, für Leon Hernan Burbano. Ja, wie aus dem Nichts heraus. Eieieiei. Ja, Tah zu weit vom Verteidiger entfernt. Und der nutzt das natürlich eiskalt. Ja, gut.
werden wir jetzt reagieren. Für Tar kommt jetzt Harry rein. Und für Lars Bender bringe ich... Ne, da warte ich mal noch. Ja, das ist natürlich ärgerlich, weil ein Tor zu Hause hier bei der Arithmetik ist natürlich für die Mexikaner zählt doppelt. Und wir schaffen es einfach nicht, diese Abseitsfalle hier zu knacken. Es gibt so Momente, da bist du als Trainer echt hilflos, weil man spürt, dass die Mannschaft wirklich ziemlich ausgelaugt ist, jetzt zum Ende der Hinrunde. Und dann kommt natürlich so ein Spiel wie so eine Clubweltmeisterschaft, kommt natürlich völlig ungelegen. Aber gut, das geht dem Gegner auch so. Ich weiß jetzt nicht, unter welcher Belastung diese mexikanische Mannschaft steht. Aber meine Mannschaft steht natürlich noch in allen Wettbewerben hier direkt danach das Pokalspiel gegen den Hamburger SV. Dritte Runde im DFB-Pokal. Und das macht die Sache nicht leichter. Jetzt Poyampolo freigespielt. Aber da ist der mexikanische Torwart da. Und da kommt Julian neu von außen und drei Mexikaner träumen vor sich hin und er macht den Ausgleich, Gott sei Dank. Tja, was kann man sagen? Drei träumende Mexikaner, das ist bestimmt, was euch als Titel völlig durcheinander bringt. Das ist mein Titel. Drei träumende Mexikaner, ja. Das bringt uns hier das 1:1, weil Julian Neu einfach Gedanken frischer war, Gedanken schneller war. Und drei träumende Mexikaner stehen da und warten, was mit dem Ball passiert. Und Julian Neu macht ihn einfach mit dem Kopf rein. Julian Neu, der in der letzten Zeit eigentlich immer mehr auftrumpft. Ich habe ihn ja kritisiert, beziehungsweise ich habe nicht kritisiert, das ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ich habe halt ihn bei meiner Bewertung als zu schwach bewertet. Und diese Kritik oder diese Anmerkung hat ihn angestachelt. Navarro kommt für Burbano. Noch ein Wechsel bei Leon. Britos für Marcos. Auf jeden Fall jetzt die Ausgangssituation fürs Rückspiel besser. Dürfen uns nur kein zweites Tor fangen. Das wäre übelst. Aber die Mexikaner drücken nochmal. Und da ist Brinkis. Aufmerksam. Ah, schön jetzt von Bender. Bender jetzt wieder stärker.
Schön dazwischen gegangen. Pujampalo kriegt den Ball, legt mal außen auf Seitz. Der nochmal zurück auf Aftejai. Ah, zu lässig, zu verspielt. Da kann man mehr rausmachen. Da müssen wir reagieren jetzt. Da bringen wir dann doch noch mal Kramer zum Schluss rein. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber das Spiel schläfert mich irgendwie ein. Ich war eben kurz vorm Einnicken, habe ich gerade gemerkt. Es ist so kein richtiges Feuer drin, ne? Und da merkst du halt, dass so eine Saison in der Hinrunde doch sehr lang sein kann. Wenn so ein Team auf so vielen Hochzeiten tanzen muss. Das wird dann doch schwierig. Ich habe es gerade gemerkt, wäre fast eingeknickt hier. Ich habe schon ein Auge zugehabt. Musste gerade selber lachen, so in mich rein. Und den kann Brinkis nicht verhindern. Jorge Baquero. Nee, Carlos Peña macht hier ein sensationelles Tor. Da sieht er auch nicht so gut aus, der Brinkis, muss ich sagen. Den hätte er eigentlich haben können. Verwenden wir mal den Konjunktiv. Seitz. Aber die Mexikaner im Endeffekt vielleicht diesen kleinen Tacken giftiger, vielleicht diesen kleinen Moment frischer. Auf jeden Fall, es wirkt so, als wenn meine Mannschaft hier nicht viel zusetzen kann. Vorne der Sturm findet fast gar nicht statt bei uns im Moment. Dieses kleine laue Lüftchen, was ich dachte, kurz mal zu sehen, ist dann schon wieder verpufft. Jampalo und Weihrauch wirken vorne sehr lustlos, sehr antriebslos. Sie bemühen sich, aber ihr kennt das ja schon. Wenn im Arbeitszeugnis drin stand, dass er sich stets bemüht hat, das ist schon eine schlechte Aussage. Und leider kann ich beiden Stürmern kein besseres Zeugnis heute ausstellen. Sie haben sich bemüht, aber mehr war es dann nicht. Mexikaner wirken in den Zweikämpfen etwas frischer. Ja, und das war's. Wir verlieren 2:1. Wir sehen uns gleich im Nachbericht. Ja, hier der Nachbericht. Gonzalo Farias, bester Mann bei den Mexikanern. Und bei uns war es Julian Neu, der so ein bisschen zu dem Titel beigetragen hat. Drei träumende Mexikaner. Aber im Endeffekt haben die Mexikaner zwar in der Situation, wo Julian Neu sein Tor gemacht hat, geträumt, aber für das Rückspiel haben sie eine gute Ausgangsposition. Für uns noch nicht verloren, aber richtig gut ist es auch nicht, ne? Senkrechtstarter der Saison wird Ole Fleck hier gehandelt. Dann Mike Hibbeln von Dortmund. Also ein zukünftiger Spieler von mir. Hier haben wir ihn. Wechselt am 01.01.2023. Also der geht weg. Schade. Mit dem hätte ich gerne gearbeitet. Ein junger, guter Mann. Dann haben wir hier noch Simon Znaschl.
Das könnte mal einer werden. Okay. Dann würde ich sagen, dann verabschiede ich mich hier an der Stelle, sag euch bei. Ja, wäre fast eingeschlafen bei dem Spiel. Die Saison ist einfach hart und lang und die Spiele werden jetzt natürlich immer schwieriger für meine Mannschaft. Wir brauchen dringend eine Pause. So sieht es im Moment aus, aber ich bin da noch guter Dinge, dass wir das Ruder noch rumreißen können. Wir müssen halt jetzt nochmal gegen Hamburg nochmal richtig ran und dann nochmal im Rückspiel in Mexiko müssen wir nochmal alles geben und dann sind wir, glaube ich, durch. Ich glaube, noch ein Bundesligaspiel und dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Ne? Mal gerade gucken. Ne, zwei Bundesligaspiele noch, aber ich weiß nicht, ob die noch alle dieses Jahr stattfinden. Okay, dann sage ich erstmal Tschüss und Bye.